Hallo, heute besprechen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG, und zwar die Herbstprüfung 2013 mit der Aufgabe 1. Hier ist der chemische Teil gemeint, der abgefragt wird und beschrieben wird das Verschweißen von Eisenbahnschienen, die sogenannte Thermitreaktion, und die Fragen, die sich danach richten, wollen wir uns mal aufschreiben. Gegeben, die Thermitreaktion. Und unter der Thermitreaktion wird zunächst weiter nur beschrieben, dass diese genutzt wird, um Eisenbahnschienen zu verschweißen. Gesucht ist die Fachbezeichnung. Eine Skizze dazu anzufertigen scheint im Moment erstmal nicht sinnvoll zu sein, weil es hier um einfache fachliche Fragen geht, die auch ohne Illustration auskommen. Die Lösung zu A könnte sein: die Fachbezeichnung bei einer Verbrennung ganz allgemein, und unter einer Verbrennung verstehen wir zum Beispiel das Verbrennen von Kohlenstoff plus Sauerstoff, welches zu CO2 plus Wärme übergeht. Man kann sofort erkennen, dass die Massen nicht stimmen, sodass hier O2 nachzuschreiben ist. Bei dieser Verbrennung entsteht Wärme, aber Wärme ist in zweifacher Hinsicht gekennzeichnet. Sie kann positiv als auch negativ sein. Je nachdem, um welche Art der Wärme es sich handelt, unterscheiden wir, wird die Wärme